Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu RimWorld. Jo, ich habe mir die Jungs hier mal angeguckt, die uns belagern wollen. Das sind alles, soweit ich gesehen habe, Nahkämpfer. Moment. So, dann würde ich mal sagen, auch wenn es Nahkämpfer sind, würde ich eiskalt behaupten, dass wir jetzt unsere Stahlmörser hier bemannen, die ich eher gleich machen sollen. Dann knallen wir denen was um die Ohren. Das wird natürlich dauern, bis die das hier fertig gebaut haben. Die bauen hier einen Mörser auf. Und da ein. Alles klar. So. Dann schießen wir mal auf den hier. Gabriel, wo steckst du? Oh, der kommt gut. Und die brechen ihren Aufbau auf. Ab. Ist doch schön. Gut gemacht, Leon. Guter Schuss. Gabriel, lass mal bleiben. Die greifen jetzt an Striker. Du brennst. Tot in 3 Stunden. Das kann ich nicht verhindern. Aber ja, die werden in unserer Killbox draufgehen. Mhm. Aber jede Menge Stahl für uns. Das ist doch schön. Überlebensration. Paar Granaten. Ich meine, was will man mehr, ne? Lass mir die noch ein paar Stündchen, ne? Mir vorbeizulaufen. Die werden ihr blaues Wunder erleben in unserer Killbox. Ja. Hab ich alle markiert. Justin und Lada. Ihr müsst nicht mitkommen. Lada, wo steckst du? Hier. Dann geht der Rest in Position. Was so ein gezielter Schuss alles ausrichten kann, ne? Geschoss geladen, HE-Granate, Geschoss geladen, das ist gut. Genau, geht den umständlichsten Weg aller Zeiten. Und wir bringen uns mal in der Zwischenzeit in Position. Robin hier hin. Naja, Sam könnte ich eigentlich auch wieder nach Hause schicken, bis sie hier ankommt. Ist der Kampf erledigt? Capandia, du hast keine Waffe. Was ist das denn passiert? Ah, haben wir hier noch was Interessantes, waffentechnisch gesehen? Hier, hol dir mal das Repetiergewehr. Da kommt Bene angelaufen. Sam? Oh, Sam ist auch schon da. Das ist doch schön. Wir brauchen dringend mal dieses Implantate-Zeugs. Lauter Nahkämpfer. Die trauen sich ja was. Das war der erste. Und dann haben sie keine Lust mehr. Leute. Und der Rest. An dem Alltag frönen. Sehr schön. Hey, 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 hey. Oh, Geschenk von der Konföderation. Hat hier irgendjemand überlebt? Lass die Tür bitte wieder ganz. Irgendwas wollte ich machen. Ah, genau, die Sachen da oben abholen lassen. Bevor sie schlecht werden. Ja, wir hätten den Gefangenen rausholen können, aber nee. Der hatte keine Lust. Lieber ist er verbrannt. So. Und ihr macht bitte auch, was ihr wollt. Die Hälfte davon in die Krankenstation. Jupp Heidi und Jupp Heida. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Leon, wie schaut's aus? Prellung. Stellanbruch im linken Bein. Au. Was geht eigentlich? Sind keine Maßnahmen erforderlich. Oh, in 20 Grad. Das ist doch schön, Jenny, ne? Guck mal, hier ist was eingeschlagen. Jenny, was machst du? Ein paar komprimierten Stahl ab. Ja, gut. Er friert mir aber nicht. Du rennst hier aber nicht nackt rum, oder? Jenny? Inventar?
T-Shirt und eine Hose und eine Schutzweste. Ew. Na gut. Könnt ihr mal gucken, wie es da drüben eigentlich mit der Produktion von Teufelsgarnzeugs aussieht. Eigentlich nicht schlecht, ne? Vielleicht sollten wir auch mal eine Nähmaschine aus Dingskirchen bauen für Strom und so. Aufgaben. T-Shirts, Staubmäntel, Cowboyhut, Parker. Alles klar. Und wie schaut es denn hier eigentlich aus? Die Krippe leicht versteckt. 2031. 2024. Ja, kaum. Meine Boomerlupen überleben das schon. Die Spritproduktion sieht auch ordentlich aus. Müssen wir hier noch mehr anpflanzen? Ein Überfall. Die trauen sich was. Ich hoffe, es läuft gerade keiner draußen rum, aber da alle schlafen, ne? Das ist ja mal eine Gruppierung. Schon wieder alles Nahkämpfer. Breitet ihr euch noch vor? Habe ich gerade nicht gelesen. Ja, die breiten sich anscheinend noch vor. Geniert ein Zusammenbruch, weil es wieder kühl wird. Mädchen, dann bleib doch mal daheim. Wo ist eigentlich deine Waffe hin? Wir sollten die hier mal ein bisschen im Auge behalten, ne? Vielleicht mit dem Mörser da mal reinhalten? Das wäre doch bestimmt auch lustig. Die haben keine Chance. Solange hier keiner vor die Tür geht. So haben wir sich genug aufgewärmt. Ja komm. Aber sag mal, wo ist denn deine Pistole? Wo ich gesagt habe, dass die jemand heimschleppen soll. Wissen wir nicht. Genau, lasst unsere Leute noch ausschlafen. Ihr seid so nett zu uns. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das danken soll. Ja, Zusammenbruch schwer. Sollten wir uns mal vielleicht angucken. Gestörter Schlaf, Kolonist gestorben, einengende Kleidung. Achso, du bist Nudistin. Okay. Mit einem Winter rennst du mir nicht nackt rum. Ohne Tisch gegessen. Wir haben doch einen Tisch hier. Und? Ach, guck mal. Sie laufen los. Das ist doch schön. Guck mal einer an. Ich glaube, dann sollten wir uns mal langsam drum kümmern. Justin und Lada, ihr bleibt mal weg. Und der Rest geht mal schnell in Position. Naja. Oh, das werden die nicht kommen sehen. Gell, Diego? Du bist der Erste, der davon was mitbekommt. Leon, wo ist deine Waffe? Wo hast du deine Waffe liegen lassen? War das Repetiergewehr vielleicht deins? Moment, haben wir hier vielleicht was Interessanteres? Eine gute Pistole. Komm, hol dir das normale Maschinengewehr hier. So, Stella hier hin. Wir können uns, wenn das eigentlich Nahkämpfer sind, uns eigentlich ein paar Meter weiter zurückstellen. Brian dahin, Jason hierhin, Gabriel hier runter, Robin dahin, Kommissar hier runter, okidoki, gleich wird geballert, Timo, Bene, oh, da haben wir den ersten schon erwischt, wer hat noch nicht, wer will noch mal, oh, bringt uns Wertsachen mit.
Das ist ja nett. Da sag ich ja mal Danke. Und lasst meine Geschütze in Ruhe. Moment, Legend? Sam, ich hoffe, du schießt niemanden in den Rücken. Sam, du kannst mal hier weg. Leon, du hast dich bestimmt schon ausgerüstet, oder? Genau. Dann rettest du hier mal unseren neuen Gast. Beziehungsweise nimmst ihn gefangen. Ja, und der Rest kann wieder zurück an die Arbeit. Aber wenn wir noch nur Kannibalen wären, das wäre schön. Bene? Bring mal bitte die Medizin nach Hause. Hey! Nicht immer die Türen platt machen. McGarris, willst du das überleben? Nö. So. Aber sobald wir hier die Priorisierung der Gartenarbeit aufhören, haben wir genug angepflanzt? Weiß es nicht. Oh, wir haben keinen Strom mehr. Wie ist das denn passiert? Die Teile nicht mehr so schnell drehen? Guck mal, da ist wieder so viel Dreck. Brian Lennox. Redet mal mit dem. Das sieht ja ulkig aus, ne? Belle, bleib doch mal stehen. Wir reden mit dir. Ruhig. Alles wird wieder gut. So, Diego, wurdest du bereits versorgt? Nö, ist in 0,8 Stunden tot. Behandeln? So viel zum Thema Gäste, ne? Ah, Bell wurde erledigt. Na dann. Und wie lange lebst du noch? 0,4 Stunden. 0,3. Leon, kannst du da was machen? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und schon wieder Gefangener gestorben? Nur interessiert niemanden. Leiche gesehen. Leon, kannst du mal vielleicht wegschleppen? Kein frei erreichbarer Lagerplatz. Wie schaut's denn hier aus? Aber hier haben wir doch eine Abfallzone. Achso, hier haben wir Leichen verboten. Achso, wir haben die Abfallzone abgeschafft. Ja gut, mach mal eine neue. Können wir da aufräumen? Reicht das? Alles löschen und Leichen daher. Los, räumt auf. Kapandia, räum mal das hier bitte auf. Kein frei erreichbarer Lagerplatz. Ich glaube, es geht los. Oh nein. Leute, kann das mal bitte jemand löschen? Jo, Lader ist unterwegs. Hopp, hopp, Leute. Hopp, hopp. Na super. Arbeitstisch für primitive Prothesen ist jetzt abgefackelt. Und wir haben wieder Strom. Es gab eine Sonneneruption. Jetzt gibt es einen Blitzsturm. Und das ist nett. Das ist hier drüben. Jenny, wie geht's dir? Wir wissen nicht, wo Jenny ist. Doch, wir wissen. Ah, guck mal, da ist doch Jenny. Da ist doch deine Maschinenpistole. Geh da mal rein. Drin ist schon warm. Rüst erstmal deine Kanone neu aus. Dann passt die Sache. Gell? Leon, wie schaut's aus? Nur ein paar Prellungen. Wird die langsam aufgeräumt?
Könnt ihr die leicht mal einlagern. Oh, oh, Ladak. Er zieht einen durch. Hi von Rauchblatt. Hi. Weißt du was, ich würde mal sagen, wir haben vorerst genug angebaut. Den Rest schaffen die alleine auch, ne? Von mir aus kann Justin hier weitergärtnern. Dann wird sich auch mal wieder um was anderes gekümmert. Der andere Lavalion war unser Forscher, ne? Aber du könntest auch mal ein bisschen mitforschen. Wenn du lustig bist. Die Forschung geht ja mal gar nicht voran. Was das für Gründe hat. Oh, 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 oh. Naja gut, meine Schnuffels. Aber ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.